Hallo, ich bin Alex vom Institut für Zukunft. Wir unterstützen die Kampagne Kiez Club in den Kiez. Und ich hoffe, dass die Stadt Leipzig es schafft, einmal in 17 Jahren RSL etwas richtig zu machen. Guten Tag, wir von der Kettenreaktion befürworten es sehr, dass der Kiez Club auch in den Kiez kommt. Der RSL muss in die Teichstraße, weil auswärts ist geil, aber daheim ist am besten. Deshalb fordert Marienthal United Kiez Club in den Kiez. Als Streetworkerin wissen wir, Kids streifen gerne nach den Sternen. Aber die Sterne liegen nicht auf der Straße, aber vielleicht ja auf der Teichstraße, in dem Jugend die Chance kriegt, runter von der Straße rauf auf den Platz, Verantwortung übernehmen, etwas aufzubauen und am Ende Spaß zu haben auf einem Spielplatz für alle Generationen. Ja moin, ich bin Nils von der TV Party Army, vom Verein Tennis Borussia Berlin. Und wir sind der Meinung, Punkrock gehört in den Kiez und Konnewitz ist Punkrock, RSL ist Punkrock. Und durch die steigende Mitgliederzahl, gerade im Jugendbereich, braucht man einen neuen Platz, um die Jugend ausreichend zu fördern und zu fordern. Und deswegen bin ich der Meinung, der RSL gehört in die Teichstraße. Ich unterstütze Kiez Club in Kiez, Roter Stern muss in die Teichstraße. Ich habe dafür selber Fußball gespielt. Roter Stern ist der Verein mit den meisten aktiven Fußballspielern. Das ist ein unglaublich wichtiges soziales Projekt und hat genau da eigentlich seine Heimatstadt oder Heimstadt und deswegen muss er auch dahin zurück und ich glaube, gemeinsam schaffen wir das auch. Damit wir in Zukunft auch hier im Kiez von euch den Becherpfand schnorren können, steht Viva Con Aqua hinter der Kampagne RSL in die Teichstraße. Kiez Club in den Kiez.